Grüßt euch, Leute. Willkommen hier bei DA Game Talk zu unserem Let's Play von Battlefield Bad Company 2, und zwar Part 5. Ja, wir sind hier stehen geblieben, und zwar sind wir gerade mittendrin im Geschehen. Es geht hier gerade richtig zur Sache. Und wir müssen gerade diesen Panzertypen killen, wenn er nicht schon tot ist. Okay. Ne, er ist schon tot. Okay. Und ja, da fährt gerade unten ein Boot rum. Und wir müssen dieses Boot kriegen. Wie ihr sehen könnt, schieße ich gerade daneben. Ein bisschen besser zielen. Ich probiere es mal von hier. Eigentlich hatte ich es schon. Ich hatte es schon. Ja, und die vom Boot aus schießen auf uns Granaten. Deswegen kracht die gerade alles ein. Oder die schießen noch mit der Panzerfaust auf uns. Okay, wir haben immer noch nicht getroffen. Am besten nochmal andere Position suchen. Hier nicht. Wir wollen ja nicht sterben. Ne, wir sind gestorben. Naja, nicht schlimm. So, und hier sind wir wieder. Wir sind gerade gestorben. Kann ja mal passieren. Ja, wir probieren es jetzt mal von hier oben nochmal. Ohne zu sterben. So. Jetzt mal präzise drauf zielen. Und zack, haben wir es gekriegt. So geht das. Einmal gestorben. Kein Problem. Zweiter Versuch. Haben es hingekriegt. Ich sag's euch, er muss noch am Leben sein. Wie lautet der Plan? Wir bitten Finn, uns hier rauszubringen? Ich sagte nein. Okay, vielleicht finden wir ein Fahrzeug. So, als erstes ist hier irgendwo eine Waffe, die will ich mal finden. Wo ist denn die? War die nicht hier irgendwo? Achso, ja, hier. Die ist richtig gut, hat 100 Schuss. Und ja, feuert richtig schnell ab. Und ja, wir sind jetzt gerade auf dem Boot. Fahren hier mit dem Boot rum. Aber die Sache mit dieser Waffe. Glaubst du, durch diesen kleinen See hier. Woher soll ich das wissen? Ich bin Soldat. Kein Special Ops. Heidi, ich mache meinen Job. Okay, ich hab da so eine Theorie. Hört mal zu. Wenn die Typen von eben paramilitär sind, müssen sie von jemandem bezahlt werden. Von wem? Das ist die Frage. Ich schätze, es ist jemand, der an der Guaya interessiert ist. Scheiße. Habt ihr das gesehen? Vielleicht Vögel. Keine Ahnung. Kann sein. Scannt einfach weiter. Definitiv was gesehen. Die beobachten uns. Warum beobachten die uns? Wartet, ich hab's auch gesehen. Da vorne ist was. Ja, der Busch bewegt sich. Seht ihr? Nein, vielleicht. Weiß auch nicht, ich sehe gar nichts. Marlon, bring uns einfach hier raus. Ja, das soll halt gruselig sein. Okay, die Bootsfahrt endet hier. Wir sind auf Grund gelaufen. Jetzt geht's zu Fuß. Okay, alle Mann raus. Wir laufen. Eines Tages besuchen wir mal einen Ort wie den hier und schießen Licht auf die Einheimischen. Ja, bestimmt. Ja, wir kommen da aus dem Gebüschen. Tauchen auf einmal auf. Laden. Es dauert etwas länger mit der Waffe. Und wir sind tot, kein Problem. So, hier sind wir wieder. Kein Problem. Ab und zu stirbt man ja mal. Sogar der beste Let's Player stirbt mal. Und ja,
werden euch ja auch nicht versprechen, dass wir das ganze Let's Play hier machen und kein einziges Mal sterben werden. Also, da müssten wir viele Aufnahmen machen. Das könnte schon etwas länger dauern. Bisschen mehr konzentrieren. Ich bleib lieber hinten. Mit diesem Ding kann man nicht so gut zielen. Mit der anderen Waffe hat man ein besseres Objektiv drauf, damit man besser zielen kann. Das Nachladen dauert etwas länger, aber wenn man viele Gegner vor sich hat, ist die Waffe gut, da man ja 100 Schuss hat und wenn es mal schnell gehen soll. Die Shotgun hier. Ja, nehmen wir mal die Shotgun. Ja, jetzt haben wir auch eine neue Waffe freigeschaltet. Und eine Trophäe gekriegt. Schöne neue Waffe. Das ist gut. Eigentlich brauchen wir größere Waffen. Ghost Rider, okay. Hier Bravo 2 Action. Wechsel auf UHF-Kanal. Okay, schieß los, Bravo 2. Ich höre. Ghost Rider, wir wurden von einer wild gewordenen Miliz angegriffen. Sind stromaufwärts unterwegs in folgender Spur zu Aguirre. Haben nicht mehr viel Munition. Okay, wir haben jetzt hier gerade eine andere Waffe. Die hatten wir auch schon davor, okay, ein paar Mal gehabt. Etwas, die hat wesentlich mehr Munition. Aber hat nicht so eine hohe Feuerrate. Und hier ist so ein komisches Kastending. Und ja, die kann man in der Mission sammeln. Kann man eine Trophäe für kriegen, wenn man alle im Spiel findet. Die muss man halt explodieren lassen. Wie ihr sehen könnt. Trophäe gekriegt. Und ja, wir wechseln mal die Waffen hier. Ich nehme am besten mal ja, eine Panzerfaust und meine alte Waffe mit dem Zielobjektiv, damit ich besser zielen kann. Erstmal die Häuser zum Einkrachen bringen. Vorsichtig hier runtergehen. Okay. Okay, wieder mal eine Bootsfahrt. Ein bisschen schneller und mit dem Rücken noch ballern. Granatenwerfer haben wir. Aber man muss auch erstmal ein bisschen fahren können. Das geht an dem Boot nicht weiter. MG, ist das ein Holzlager? Ja, Aguirre muss hier durchgekommen sein. Sonst hätten sie die Patrouille hier nicht aufgestellt. Können wir wieder unsere Waffen wechseln? Ja, wir nehmen wieder mal was nehme ich denn? Geh vorher, okay, oh nein, und nach dir, Arschloch. Unsere alte Waffe mit dem Zielobjektiv. Den ersten Gegner hier erstmal einen Headshot geben.
ganze Forst auf mich. Ich denke mal lieber mal hier hinten. Ich denke mal, das sind sehr viele. Shot. Sind hier welche? Okay. Jetzt haben wir C4. Und ja, das sind so kleine Haftbomben, die können wir dann irgendwo platzieren. Die bleiben kleben und ja, wir können dann verschiedene Sachen damit sprengen. Häuser, Fahrzeuge, Panzer. Was mache ich eigentlich? Okay, egal. Und ja. Das war's bis jetzt und wie es dann weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Ja, bis dann.